Simulator mit Solo. Hier bei Simulator 1. Sehr gut. Ja, ja, das war sie, die einzig wahre Masturbationshymne bei uns hier. Okay, jetzt weiß ich, alles klar. Wie gesagt, guckt euch die deutschen Lyrics mal an, so würde das bei uns nicht im Radio laufen. Okay, okay. Ja, wir kommen wieder zurück in die Kurs- und Wunschbox. Ja, gut, ne? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Wünsche. Also ich würde mir das vielleicht anhören. Von vielen Leuten, die sich, glaube ich, gewünscht haben. Und das sind tatsächlich verschiedene Lieder bei jedem, aber Anna, weil sie sich zuerst Linkin Park gewünscht hat, du bekommst Numb. Und oh ja, ich hoffe, dass Anna, das war wunderbar von dir. Danach, sehr schön. Danach gibt es für, und jetzt muss ich gerade nochmal die Riesenliste durchsuchen, wer sich das jetzt genau gewünscht hat. Ganz kleinen Moment. So, für den Dominik. Für den lieben Dominik gibt es Wake Me Up von Avicii, der leider von uns gegangen ist. Ein sehr großer Musiker aus Schweden. Ich werde seine Musik auch vermissen, sehr vermissen sogar. Der hat echt viel für das Radio getan und natürlich auch für viele andere da draußen. So, wir sind in Zürich, ey, nice. Geil, Mann. Geil, Mann. Oh, Namen, Alter. Grüße und Wünsche, ja? Dann schreibt zu uns simulator1.de oder über Facebook einfach mal nach Simulator 1. Linkin Park. Und dann leuchtet unser Logo da schon. Herrlich. Linkin Park ist Liebe, Mann. So, ach, guck mal, das ist ein bisschen außerhalb, wo wir hin müssen. Warum bleibst du mitten auf der Straße stehen, Bruder? Was ist los bei dir? Fahr doch einfach. Das ist doch Schwachsinn. Aber trotzdem, danke. So. Hier sind wir auch schon, guck mal. Geil. Wo müssen wir hin? Ach komm. So. Sehr schön. Wo soll die Ladung hin, Bruder? Ja, aber ich tue sie dahin. Safety first und so. So. Bitteschön. Marcel, danke schön für deinen Resub. So, Basisvergütung. Sehr gut. Hammer. Ich mach das Radio mal ganz kurz tacken leiser. So. Mal gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Warte mal, Frachtmarkt. Ja, wo könnten wir denn jetzt hinfahren? Warte mal, wir sind jetzt hier in Zürich. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Wir könnten nach Dänemark fahren. Das würde gehen. Wir könnten... Ja, wir könnten nach London fahren. Ja, weiß ich nicht. England hatten wir jetzt schon öfters gehabt. Da oben waren wir aber tatsächlich noch nicht, in Aalborg. Hm, Dänemark vielleicht? Zürich. Ja, ich kann ja mal rumgefahren kommen, virtuell. Aalborg. Ja, wollen wir nach Dänemark fahren? Vielleicht von Dänemark aus können wir ja dann nochmal ein, zwei kleinere Fahrten machen, die dann hier innerhalb Schweden, Norwegen und sowas sind. Ich habe hier noch ein paar... ein paar Länder. Ich meine, wir könnten... Ach ne, warte mal, das ist ja hier. So. Simulator 1. Das könnten wir vielleicht tun. Warte mal. Ah, jetzt kommt auch noch Avicii. Geil. Müssen wir gerade kurz checken, ob die Hunde schon raus müssen. Hab auch ein Bier, wenn du herumkommst. Ja, geil. Da komme ich ja sowieso rum. Okay, pass auf, wir fahren nach Aalborg, komm. Wie gesagt, da waren wir auch noch nicht. Das ist so wunderbar.
Das ist ein Träumchen, nicht? Ein Träumchen ist sad. Mal gucken, hier rechts rum geht's. Hui! Jetzt müssen wir nochmal gucken. Gibt's hier ein Dingens? Ah, ist gerade grün geworden. Perfekt. Wir müssen nochmal kurz gucken. Haben wir eigentlich Schäden am LKW oder so? Ich weiß es gar nicht. Warte, wo guckt man das? F5? F6? Ne, haben wir nicht. Ach, guck mal. Huch! Ups. Nein, will ich nicht. Hilfe. Nein. Ah, ich fange gegen die Ampel. Okay, warte mal, ich bleib stehen und mach das. So. Okay, jetzt haben wir's. Mein Gott. So, ich will aber hier hin, glaube ich. Ne, warte mal. Moment, wo müssen wir denn hin? Geradeaus, alles klar. Okay, siehst du, so kann nämlich ein Navi ablenken. Ja. Habt ihr das hier sehen? So. Eine Karte, warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Frag mich nicht, warum ich gerne den Oil Truck Simulator spiele. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das einfach so Bedürfnisse, die man damit irgendwie befriedigt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich spiele einfach gerne Simulatoren. Ich spiele auch gerne Landwirtschaftssimulator oder Bussimulator. Ich mache sowas einfach gerne. Vielleicht ist das einfach eine Abwechslung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kein Plan. Frag mich nicht. Ich habe das früher schon immer, wie gesagt, gerne gemacht. Das hatte ich ja beim Y-City-LP damals schon gesagt gehabt. Ich habe das früher aber schon gerne gemacht. Bei GTA Y-City bin ich gerne Bus gefahren einfach. Einfach so random irgendwelche Busstrecken abgefahren, die es gar nicht gab. Ja. Und die Leute, die sind ja auch nicht eingestiegen, die NPCs, ja. Aber ich habe es trotzdem gerne gemacht. Frag mich aber nicht, warum. Ja, ich kann dir die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Aber es macht halt einfach irgendwie Spaß. So, wir müssen hier rechts, sehe ich gerade, alles klar. So, wie gesagt, ist wieder ein bisschen außerhalb, ist wahrscheinlich so ein Rasthof oder sowas. Ja, ist wieder so ein Bauhof, alles klar. Hui. Alter. Da sind wir gerade dezent aus der Kurve geflogen, aber das mit den Bremsen hat zum Glück noch funktioniert. Das war sehr knapp. Keiner hat was gesehen, okay? Puh. Oh, Junge, Junge. Dann hätten wir gleich unseren Schaden am LKW gehabt. So. Ach nee, warte mal. Ich war falsch. Wir müssen ja hier hin. Hat? Oh. Ich fahre nochmal vor. Ich fahre nochmal vor, warte, das hat ja sogar keinen Sinn. Wird gerade so hart genommen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Bitte was? Was? Hat er den Song von Demi Lovato geschrieben oder was? Also wirklich. Glaube ich ja jetzt wohl nicht. Und unter anderem, ich muss jetzt echt die ganze Zeit immer raussuchen, wer das war, weil ich will das auch vorlesen. Es wurde sich auf jeden Fall Post Malone und Ty Dolla $ign mit Psycho gewünscht. Ich finde das noch raus, ja? Ich guck. Das ist echt viel. Zack, 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 zack. So. Ja, ich find's gerade leider nicht. Danach hat sich der Kevin was gewünscht, und zwar... Der Kevin? Aha. Hangover von Flowrider kann ich dir nicht spielen, aber nach dem Verkehr in etwa 10 Minuten gibt's dann für dich Cake von Flowrider und 99%. Das ja, Flowrider kann man sich auch immer geben. Und auch wurde sich gewünscht Ellie Goulding mit Lights, aber weil das eben halt, kann man sich auch gönnen. Neu geladen hat und danach ein Error kam, fände ich die ganzen
Grüße und wünsche leider nicht mehr. Auf jeden Fall, es tut mir leid, wenn ich eure Namen nicht vorlesen kann, aber so. Post Malone mit Psycho gibt es jetzt für dich an den, der sich das gewünscht hat und danach mit Lights. Ja, Moment, warte, wir kommen hier gerade nicht raus. Genau deins. So. Ja, ist auch nicht was los hier in Zürich, wa? Aber wir können gleich. Ja, das bequeme Umsehen mit dem Stick, das ist aber beim Lenkrad echt blöd. Ich glaube mal ein Stückchen leiser. So. So, jetzt aber, komm. Bruder, gib Stoff. Ich würde jetzt gerne rausfahren. Dankeschön. So. Okay, da vorne müssen wir gleich wieder rechts, alles klar. Richtung Stuttgart und Innsbruck. Ja, wie habe ich das eigentlich beim Lenkrad gemacht mit dem Umsehen? Ich habe das mit der Maus immer gemacht dann. Ging leider nicht anders. Das ging leider nicht anders beim PC. Beim PC mit dem Lenkrad spielen. Gut, da gibt es noch diese. Es gibt so eine komische. Wie heißen die denn diese? Diese Zusatzfeatures gibt es da. Bruder, gib mal Stoff. Also Tankbelaster, okay, da müssen wir ein bisschen langsamer. Ich quetsche mich da aber trotzdem noch mit rein. Ich glaube, ETS hat tatsächlich VR-Unterstützung. Also das gibt es tatsächlich. Und dann gibt es aber noch so ein Ding, das heißt irgendwie Track IR oder sowas gibt es, glaube ich, noch. Das habe ich auf Facebook schon mal gesehen. Werbung. Aber wir müssen hier gleich wieder runter. Ja, das hatte ich auch schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht genau, für was das so gut sein soll, dieses Track IR. Da gibt es ja auch noch dieses Ding, dass du quasi diesen Root Advertiser, den wir hier rechts unten haben, den kannst du dir quasi auch als Gerät irgendwie bestellen. Also da gibt es mittlerweile richtig krasses Zubehör. Das ist schon nicht schlecht. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Head-Eye-Tracking. Ah, ist das mit der Mütze? Das ist das mit der Mütze, ne? Wo du so eine Mütze auf dem Kopf hast. Ist das nicht das? Ich glaube ja, wo dann auch so verschiedene Sensoren drin sind. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch extrem lustig. Muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man sowas nicht irgendwie mal sich holt vielleicht. Ist bestimmt auch ganz lustig. Die Lenkzeit überschreiten. Ach ja, wir brauchen dringend Dings, ne? Wir brauchen einen, genau, einen Parkplatz. Da kommt doch auch schon einer. Siehst du? Perfekt. Und hier regnet's. Prima. So, hier gehen wir mal gerade eben schnell pennen. Können wir überhaupt pennen? Ach hier, guck mal. Ne, können wir gar nicht, warte mal. Doch, da ist noch ein freier Parkplatz, okay. Dann drehen wir hier einmal, warte. So. Ob wir aus dem Winkel in den Parkplatz reinkommen, das wage ich gerade sehr zu bezweifeln. Aber wir probieren mal unser Bestes. Komm, wir probieren es trotzdem noch. Wird schon irgendwie klappen. Ah, wunderbar. Noch ein bisschen nach vorne. So. Ach komm, scheiß drauf, wir bleiben einfach so stehen. Recipe haben wir schon probiert, Multiplayer, aber ich muss leider sagen, es war halt im Livestream ist es halt echt schwierig. Nur Glingse? Ist das richtig? Keine Ahnung. Danke dir auf jeden Fall für deinen Zahn. Dankeschön. So.
Für einen Kaffee. Dankeschön, lieber Horst. Vielen Dank. Also ist nicht für einen Kaffee, aber ne, das geht, geht in die Urlaubskasse bzw. die Mod-Liebe-Kasse. Ah. Geh wieder weiter. Und wir gucken wieder auf Kanonendorf, dankeschön, für deinen Sub. Das ist ja echt der Hotpoint, ne? Immer ist immer Calais und Duisburg. Krass. Bleifrei Benzin, dankeschön. In Duisburg lediglich noch 66 Spieler, die dort die Straßen befüllen. Ansonsten sieht es auf allen weiteren Servern soweit frei aus. Solltet ihr natürlich auf dem EU2-Server sein, die Benelux-Staaten wie immer möglichst umfahren und südlich an die Häfen in Frankreich fahren. Habt ihr noch was anderes gesehen? Dann schreibt es uns unter simulator1.de, dann melden wir das hier auch ganz fix im Radio. Okay, was ist das für ein Song? Das Ding hier hat sich Kevin 222 gewünscht. Ellie Goulding mit Lights. Ah, okay. Ellie Goulding ist auch nicht schlecht. Kann man sich auch geben. Finde ich jetzt zwar nicht alles so mega, aber der Song an sich, also der ist jetzt auf jeden Fall ziemlich nice. So, wir wechseln dann gleich mal wieder rüber auf die andere Spur, glaube ich. Ja. Dass die alle mal vorbeipesen können. Ja, die Jungs von Simulator One sind super. Kannst du gar nichts sagen. Aber ich lasse euch den Song gerade einfach mal weiterlaufen. Ich muss mal ganz kurz die Hunde rauslassen. Ich lasse einfach das Radio weiterlaufen. Ja. Und Chris Brown mit 5 more hours hier bei Simulator 1. Wobei ich sagen muss, also ich war ja auch immer so Katja Krasewitz total negativ gegenüber eingestellt, einfach weil ich das, was sie auf YouTube macht, nicht in Ordnung finde. Aber ich glaube aber, Katja Krasewitz selbst als Person ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dass Katja an sich, so von der Person her, glaube ich, eine ganz, ganz nette ist. Zumindest hat sie sich damals bei Worldwide Wohnzimmer, da war sie auch zu Gast gewesen, voll in Ordnung, also zumindest vom Eindruck her. Ambient Blut, dankeschön und herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass sie in echt wirklich eine ganz, ganz nette ist. Sie spielt halt einfach eine Charakterin auf YouTube. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Also glaube ich. Ich weiß es nicht, kann es natürlich einschätzen. Ich kenne sie nicht persönlich, aber... Ja, weiß ich nicht. Oh, warte. Bleifrei Benzin. Hier fürs Bier, das du in Zürich nicht abgeholt hast. Dezent beleidigt. Oh, Entschuldigung. Aber nächstes Mal auf jeden Fall gerne. Ich muss rüber, glaube ich. Kann ich rüberfahren? Ja. Ah, ja, kann ich auch hier bleiben. Toll. Läuft, aber ich kann trotzdem mal rüber. Und die nächste Abfahrt kommt bestimmt. Oh, war da jemand? Weiß ich. Oh, ich muss hier runter. Lull. Ihr habt nichts gesehen. Ich blink mal noch schnell. War da gerade ein Auto? Haben wir gerade ein Auto gerammt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nichts gehört, also ich habe nichts gesehen. Aber ich habe halt auch keinen, ich habe auch keine Dings gekriegt, ne? Unfall verursacht oder so. Ich habe halt wirklich nichts gesehen. Und wie gesagt, ich war auch, dadurch, dass da nichts kam von wegen Unfall verursacht, dachte ich, das ist alles in Ordnung. Hätte ich mir doch besser das Bier abgeholt. Dann hätte ich den jetzt wahrscheinlich gesehen. Mal ein bisschen runter vom Gas. Hier ist wieder ein Tunnel. So. Sehr gut. Thank you.
Huch. Ja gut, ey, auf der Straße fahre ich ja kein Panzer. Kein Panzer, sag ich schon, kein LKW. So, fahren wir wieder hier rüber. Jo, hol die beiden mal schnell und dann fahren wir wieder auf die rechte Spur. Okay, gerade überholen wir gar keinen, weil wir langsamer sind, weil wir auf dem Hügel fahren gerade. Aber jetzt fahren wir gleich runter und dann geht's ab. Jetzt geht's los. Simulator. Oh, noch ein schönes Lied. Ist das auch wieder Clean Bandit, glaube ich, oder? Ist das Clean Bandit? Ja, es ist Clean Bandit. Nice. Oh. Ach, die Jungs und Mädels von Simulator One sind auch im Chat. Hallo! Sorry fürs Sprengen eurer Box. Eurer Inbox, tut mir leid. Aber die Leute sind verrückt. Das ist unlängst bekannt. Ach krass, ich werde vom Zeugen Jehova von den Zeugen Jehovas werde ich gerade gehostet. Aber eben nochmal schnell vorbei. Guten Tag. So. Huch. Okay, hier fahren wir auch wieder rüber. Ah, bleiben wir hier auf der mittleren jetzt gerade. Wir sind ja relativ schnell unterwegs. Zu schnell eigentlich für den LKW, aber das passt schon. Alles in Ordnung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir hier irgendwann runter müssen. Ja, ein bisschen im Auge behalten. Nicht so wie vorhin. Sag mal, Rollifahrer Mike, hast du mir gerade meinen Fahrstil kritisiert? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, der Bleifreibenzin, der haut Gifts raus. Alter Schwede. Also danke lieber Bleifrei für die ganzen Support, den du heute hier rausballerst, ist ja unfassbar. Dickes Dankeschön. Kuss auf deine Eichel, Mashallah. So, jetzt fahren wir gleich rüber. Jetzt. Huch. Falscher Knopf. So. Das ist ein richtiges Pisswetter hier heute, wa? Alter Schwede. Was ist da nur los? Ich küsse dein Hintertürchen. Was? Du küsst meine Nala? Na, nee, Quatsch, meine Lana küsst du, oder was? Du küsst mich Nala. Du küsst mich Lana. Mein Gott. Sneefy, danke schön für deinen Sub. Da schreibt zum Beispiel der Martin, er schreibt Servus aus Österreich. Habt ihr österreichische Künstler da? Lieber Martin, das haben wir. Sogar ein Künstlerduo, welches kooperiert mit uns. Okay. Nicht. Eigentlich aber, nicht. Aber doch irgendwie. Egal. Lass dich überraschen. Gleich. Für dich gibt's was für Pop-Tracker. Nein, oh, scheiße. Na egal. Let You Go. Und tatsächlich der meistgewünschte Song. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Die ganze große Wunschbox ist damit voll. Ich kann jetzt leider nicht alle Namen vorlesen, aber das ist Alan Walker mit Alone. Oh, ja. Das wird sich